Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jubilate heißt dieser Sonntag. Jubelt, freut euch, jauchzt. Damit fängt der Psalm an, den wir gleich miteinander sprechen werden. Der Wochenspruch über diese Woche: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Neue, das ist manchmal gar nicht so offensichtlich. Siehe steht da. Das kann auch eine Aufforderung sein. Seht genau hin. Seht genau hin, wo begegnet euch Gott? Wo ist das Neue? Blickt nicht nur zurück, blickt nicht nur auf das Alte. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Macht die Augen auf. Wir beten mit Worten des 66. Psalms. Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir. Lob singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner freuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet, ihr Völker, unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen. Der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Amen. Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die Epistel in der Apostelgeschichte des Lukas im 17. Kapitel. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferner von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat.
Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Wir glauben Gott im höchsten Thron, wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, allgebenedeit, Halleluja. Wir glauben Gott, den Heiligen Geist, den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag, und stark macht, was da niederlag. Halleluja. Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf, den Sohn, der annimmt unsere Not, litt unser Kreuz, starb unseren Tod. Halleluja. Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand und kommt am Tag vorher bestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. Halleluja. Den Geist der Heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche sein, bis wir von Sünd und Fehl befreit ihn selber schauen in Ewigkeit. Halleluja. Wie können wir Gott erkennen? Gott ist unsichtbar, das wissen schon die kleinen Kinder. Trotzdem können wir ihn erkennen, sehen, wahrnehmen. Die Texte dieses Sonntages geben uns ein paar Beispiele. Der Psalm, den wir gebetet haben, er verweist uns auf die Geschichte, die Menschen mit Gott haben. Gott, der sein Volk Israel durch das Schilfmeer geführt hat, so dass sie trockenen Fußes gerettet in die Freiheit kamen. Gott, der in der Vergangenheit da war. Der Schöpfungsbericht, er verweist uns auf die großen Werke dieser Schöpfung, auf die Sterne, den Mond, wie die Himmelskörper ihre Bahnen ziehen, und wie die kleinste Ameise ihren Weg findet. Wie wunderbar ist alles aufeinander gezogen. Wie wunderbar, das kann nur Gottes Werk sein. Und in der Areopagrede, die Rede, die Paulus in Athen hält, er verweist, wir erkennen Gott im Menschen. Im Menschen Jesus Christus, in den Menschen, die uns zur Seite stehen, die unseren Weg mit uns gehen. In der Vielfalt der Menschen erkennen wir Gott. Drei Möglichkeiten, Gott zu erkennen, über Gott etwas zu erfahren. Aber so einfach ist das dann doch nicht. Wer erfährt, dass ein lieber Mensch von Krebszellen befallen ist, die in ihm wuchern, wer mitbekommt, wie ein Virus Menschen gefährdet, immer wieder aufs Neue,
Wird der sich auf die Werke der Schöpfung berufen, wenn doch zu dieser Schöpfung das Werden und das Vergehen dazugehört, wenn doch da Dinge passieren, die uns Angst machen, kann man Gott in der Schöpfung erkennen? Und wer sich von den Menschen verlassen fühlt, wer das Gefühl hat, mit mir ist so übel mitgespielt worden, deswegen ist mir alles zerbrochen, was ich im Leben geplant hatte, ob der Gott in der Geschichte wirklich wiedererkennt? Und wer von Menschen enttäuscht ist, wird er sagen, ich erkenne Gott in den Menschen? Diese drei Schritte, Gott zu entdecken und zu erkennen, setzen mehr voraus. Sie sind ganz einfach und zugleich ganz kompliziert. Da ist zum einen die Ausgangssituation. Wenn wir nach Gott fragen, wenn wir nach Gott suchen, dann sind das ja selten die schönen, die fröhlichen Momente. Wenn alles gut ist, ist alles gut und wir suchen nicht weiter. Wir suchen nach Gott, wir fragen nach Gott, wenn etwas nicht so ist, wie wir es gerne hätten, wenn wir Angst haben, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind, dann suchen und fragen wir nach Gott. Genau dann, wenn uns die Schönheit der Natur, die wunderbare Fügung der Geschichte und die tolle Vielfalt der Menschen eben nicht positiv entgegenspringt, wenn wir das nicht sehen können. Paulus steht vor den Menschen in Athen und er erklärt ihnen, ihr wisst von einem unbekannten Gott, ich kann euch sagen, wer dieser unbekannte Gott ist. Und er erzählt die Geschichte Gottes mit den Menschen. Er erzählt von Jesus, dem Christus, der am Kreuz gestorben ist und lebendig geworden ist. Am Ende der Geschichte, so wird es uns erzählt in der Apostelgeschichte, lassen sich viele von den Worten des Paulus überzeugen. Nicht alle, nicht die Mehrheit, aber viele. Worte Gottes, die er uns entgegenbringt. In der Areopagrede erklärt Paulus, und er macht etwas ganz Wichtiges. Er stellt sich zum Zeugen. Er deutet, was er sieht. Er deutet es nicht als, ich habe die absolute Wahrheit, sondern ich habe die Erfahrung gemacht. Und von dieser Erfahrung will ich euch weitergeben. Wie können wir Gott erfahren? Wir können ihn in der Schöpfung sehen, wenn da jemand ist, der uns darauf aufmerksam macht. Wir können ihn in der Geschichte sehen, wenn da jemand ist, der uns die Geschichte erläutert und vielleicht seine eigene Geschichte erzählt und uns hilft, unsere persönliche Geschichte neu zu deuten. Wir können ihn erkennen in Menschen, die uns begegnen, wenn wir die Erfahrung machen, dass wir wie in der Gemeinde zusammenkommen, so unterschiedlich wie wir sind, so vielfältig und trotzdem Schwestern und Brüder, Geschwister, die zusammengehören. Dann können wir Gott erkennen, wenn er jemand ist, der uns erzählt, oder wenn wir anderen erzählen, was wir erfahren und erlebt haben, wie uns Gott begegnet und wie wir getröstet, mutig, hoffnungsvoll und jubelnd darum unseren Lebensweg gehen. Unser Jubeln, unsere Erinnerung wird uns dann auch durch Zeiten tragen, in denen es uns schwerer fällt, Gott zu loben. Amen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen.
blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand sie vermutet. Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie stumme Sprachen. Durch tote Fensterhöhlen kam der Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Lasst uns Fürbitte halten. Gott, du begegnest uns so vielfältig in unserem Leben. Manchmal begreifen wir dich und stehen staunend und jubelnd vor deinen Werken. Manchmal bist du uns fremd und verborgen oder sogar unheimlich. Wir bitten dich, Gott, für alle, deren Herz nach dir sucht, für alle, die voller Zweifel sind, für alle, die voller Angst sind. Sei du ihnen spürbar nahe mit deinem Segen. Stärke sie, tröste sie, erleuchte sie. Gott, wir begegnen dir in deiner Schöpfung. Wir bitten dich für alle, die sich darum mühen, die Gaben dieser Schöpfung zu bewahren. Wir bitten dich für alle, die sich bemühen, die Ressourcen dieser Erde gerecht zu teilen. Gott, du begegnest uns in unseren Erfahrungen in der Geschichte. Wir bitten dich für alle, die verbittert zurückblicken, dass sie begreifen können, dass du sie geführt hast. Wir bitten dich für alle, die durch den Gang der Geschichte ihre Heimat, ihre Geborgenheit verloren haben, dass sie eine neue Heimat und neue Sicherheit finden. Gott, du begegnest uns in der Vielfalt der Menschen. Wir bitten dich, dass du die Liebe zum Maßstab machst, dass wir einander in Liebe begegnen, dass wir einander als Schwestern und Brüder erkennen. Alle unsere Bitten nehmen wir hinein in das Gebet Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.